Moin, mein aktiven Freund. Ich bin immer noch Captain CD. Let's go. Nicht anprangere. Ich möchte nur, wenn mir das einer erklären kann, auch ihr schreibt das in die Kommentare, erklärt mir bitte, warum. Was ist denn das für ein, Apparat? Kann mir mal einer technische Hilfe... Was ist das? Aber dass das Wasser schon so früh kam, obwohl wir so weit vom Ufer, vom Meer weg sind, hätte ich nicht gedacht. Ja, mehr ist da nichts dran. Nächstes Mal graben wir vielleicht noch ein tieferes Loch. Bleiben Sie sitzen! Bitte Hilfe! 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 Und, ja klar, los, servus. Ich habe mir sagen lassen... Lauf mich jetzt mit dem Mond. Der Typ ist so sympathisch. Oh, Papa. Ich habe ihn gerade auf dem Klo getroffen. Nee, Tanzverbot ist mein Highlight hier. Ah, oder? Tanz, ja, ist mit. Aber du trotzdem eben. Ja. Mein na klar. Achso, wusstest du na gleich? Klar, ach, schade, ich dachte, du bist einfach sympathisch. Nein. Du bist trotzdem sympathisch. Ich bin nur. Habt ihr Schwanzverlag gesagt, sag ehrlich? Ich habe mir nur Hände gewaschen, ich bin raus. Achso. Ich hab, ja, wurde auffangen, ich hab also ich weiß ja, wovon ich rede, da gibt es viel zu gucken. Ich weiß auch, wovon ich rede, es gibt viel zu gucken. Na gut, okay. Ich hab mir sagen lassen, du bist sonst auch nicht so der Eventgänger, ne? Nee, nie. Ich habe mich sehr gefreut. Wir haben ja noch nie was miteinander irgendwie veranstaltet. Ja. Geht sofort los. Trinken. Hast du nicht gerade gesagt, du hängst noch an deiner Ex? Ja, aber ich gehe fremd an der. An der? Auf die. Auf die. An sie. An sie. Sei mal leise. Deine Mutter hat sich umgedreht und da war sie immer noch. Checkst du, was ich mein? Würdest du sie daten? Ja, nein, begründe das. Nein, sie ist nicht mein Geschmack. Ich stehe auf meine Landsmänner. Wie kann man denn schmatzen bei einem Lustbonbon? Das ist doch ein Lustbonbon. Du musst doch lutschen, Mann. Aber warum schmatzt du? Ich muss doch schmatzen. Hä? Photoshop war ein Joke, ich war da nicht mal hellwach. Scheiß auf den Benz, step in einem nagelneuen R8. Wow, du hast 100 Likes mehr? Ich hab 100 Nike Air. Check mal dein Style, dein Outfit ist nur ein Hundescheiß wert. Wenn du so viel Zombie! Eine Scheiße! Ich treff einen Kunde, der ist über 40. Aufstehen, Türke! Ziegen hüten und Hartz IV beantragen! Mit Herren Geschäftsmann und Frau Geschäftsmann. Wir stärken uns mit Nudeln. Gekocht vom Flötenmann und Herren Koch. Eine ganz spontane Idee. Vielleicht ist es auch die dümmste Idee meines Lebens. Aber wie ihr wisst, liebe ich einfach die völlige Eskalation. Ich brauche die völlige Eskalation. Oh, das ist interessant, oder? Mein lieber Mann. Unglaublich. Oh. Ohne viel Wallahi oder ich schwöre auf das oder ich schwöre auf dies oder ich schwöre... Ne? Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Hä? 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 Du bist ein sehr, sehr geiler Typ. Wie du das immer hinkriegst, weiß ich nicht. Wie du das alles unter einen Hut bekommst. Du siehst immer top aus. Top Outfits, top Friese übrigens auch. Sehr, sehr geil. Lass dir nichts anderes erzählen. Du bist über jeden Zweifel erhaben. Du bist sehr geil. Du bist super geil. Oh, weil wir beliebt haben, weil wir beliebt haben. Bis zum Ende habe ich beküsslich. Der war eklig, Digga. Jetzt stirbt, ohne dass es so ein Skandal ist, so ohne dass jemand Krieg mit irgendjemandem hat. Weißt du, damit die Leute die sterben. Genau, damit also, die sterben, damit also die. Also es gibt wirklich dieses Virus. Digga, hat dir jemand ins Gehirn geschissen? Ich glaub daran nicht.
Gibt kein Virus. Gibt kein Coronavirus. Weiß nicht. Ich hab damit nichts zu Mut. Okay, warte, lass also mich weiter. Also ich hab keine. Also dann müsst ihr Angst haben davor. Digga, lass mich weiter erzählen, bevor ich hier. Also. Ich schwöre, wenn wir das machen müssen, weil ich mach gar nichts, ihr glaubt mir. Ich bin gerade in einem Punkt.